Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmelko und herzlich willkommen zu der 46. Folge von Sword Online Fatal Bullet. Weiter geht's. Es muss sich hier um irgendeine Art von Zufall handeln. Das ist jedenfalls der Stoß, zu dem ich gekommen bin. Aber es interessiert mich definitiv, mehr über das kann rauszufinden. Ich konnte mir nur eine Aufnahme seiner Stimme anhören, aber man konnte in seiner Stimme hören, dass er wirklich Leute umbringen will. Er will wirklich Leute umbringen. Überlegt euch gut, was ihr jetzt machen wollt. Wenn ihr euch entschieden habt, lasst es mich wissen. Ich warte hier. Die anderen scheinen gemischte Gefühle überall dazu haben. Nico, warum sprichst du nicht mit ihnen und versuchst ihnen bei der Entscheidung zu helfen? Ja, toll! Okay. Lass uns mal kurz rausgehen reden. Das sollte okay sein. Es ist ja nicht so, als ob Defcon uns gleich sofort angreifen wird oder so. War auf dem Platz vor dem Büro des Gouverneurs auf dich. Was mich soll ich tun? Ich werde ganz normal weiterspielen. Es ist einfach unmöglich, dass jemand sterben könnte. Weil er GGO spielt, absolut unmöglich. Nach dem Vorfall von Zweiter Online haben VR-Techniker die Hardware gründlich untersucht. Die Gesellschaft begann, sich gegen die VR-Technologie zu wenden. Durch diesen Widerstand wurde die Atmosphäre entwickelt. Sie wurde als vollkommen sicher beworben. Sie wurde entwickelt, damit eine Tragödie wie SAO nie wieder passieren kann. Und auch damit die Erforschung der Technologie nicht völlig zum Stillstand kommt. Natürlich führen Spieler-Admins auch immer gründliche Sicherheitsprüfungen bei der Software durch. Die Kontaktdaten der Spieler sind in GGO nicht öffentlich zugänglich, aber innerhalb des Spiels gibt es jede Menge Support für die Nutzer. Ich verstehe zwar Kiritos Besorgnis, aber ich werde mich nicht von GGO fernhalten. Also vertraust du, du weißt wirklich viel. Ja, stimmt wohl. Ich habe einen guten Freund, der an etwas Ähnlichem arbeitet. Ich glaube immer noch, dass es sicher ist, GGO zu spielen. Okay. Was in meiner Welt geht hier vor? Wir können in diesem Spiel Menschen umbringen werden. Und warum weiß Kirito viel zu drüber? Sinnoh fällt sich auch echt merkwürdig. In meinem Kopf dreht sich schon alles. Beruhig dich, hier bist du sicher. Ich weiß, ich glaube Kirito auch. Das ist nur... Sorry, ich schätze, ich habe einfach Panik. Ich wünschte, ich könnte bei dieser Sache so gelassen bleiben wie Asuna und alle anderen. Ich schätze, dass ich einfach ein Merkmal starker Persönlichkeit... Da merke ich erst, wie gewöhnlich ich im Vergleich zu ihnen bin. Ach, es ist nichts. Ich führe nur Selbstgespräche. Also, was willst du tun? Ich will nicht aufhören, Jesus zu spielen. Ich will die Quest auf der SBC-Flügel abschließen. Und wenn Defcon sich blicken lässt, werde ich ihn einfach töten, bevor er mich oder jemand anders tötet. Aber für dich könnte es Ärger geben wegen der ganzen AFA-Systemgeschichte, weil du bekannt bist und so. Also, will ich dich nicht zwingen, mit mir zu kommen. Wenn es jemand für dich abgesehen hätte, ich meine, es ist zwar unwahrscheinlich, aber ich mag mir das nicht vorstellen. Und dann werde ich getötet jetzt gleich. Boom. Na, komm schon, Nico, gib mir deine Ahnung. Willst du immer noch davon, gib endlich den Kumpel. Man kann ihn wissen. Leute erinnern sich ständig ihre Meinung. Wir schützen ihn mit allem mit, was kommt. Wie Steppen Neufer. Ja, ich meine bloß, dass deine Gedanken von gestern heute schon ganz anders aussehen können. Also, wie sieht's aus, Nico? Das ist nicht in einer deiner Western. Also hör auf zu schauspielen, du bringst Regen nur durcheinander. Ein Dickkopf, ich versuche es ein andermal wieder. Bis dann. Wovon hat Joe geredet? Ich habe nur verstanden, dass er nicht aufgibt. Mach dir keine Sorge, deswegen, Ray. Das ist bloß Unsinn.
Ich weiß nicht, weshalb er so hartnäckig ist, wenn es um dich geht, Wei. Er hat immer gesagt, dass du ein bisschen ungeschickt und dumm bist, aber das auch dein Charme ausmacht. Das erklärt aber nicht, warum er besessen ist. Ich glaube, er sagt einfach Sachen, ohne zu merken, wie gemein und verletzend sie sind. Ja, das aber auch. Aber warum ist er dann nicht hinter Daisy oder einer anderen KI? Das stimmt, es gibt viele von uns in GTO. Ich soll darüber nachdenken. Eigentlich weiß ich so gut wie gar nichts über Joe. Ich muss mehr über ihn erfahren. Er ist auf unserer Freundesliste, oder? Du bist. Ich bin dabei, mal sehen, was wir herausfinden können. Ich vermute schon lange, dass Kyoto kein normaler Gamer ist. Der Typ ist mir ein Rätsel. Ich habe das Gefühl, er ist tiefer in dieser Geschichte mit Death Gun verwickelt als uns klar ist. Ich meine, er streitet es zwar ab, aber er scheint schon zu glauben, dass es möglich sein könnte, Leute in GTO zu ermorden. Aber gleichzeitig lässt ihn die ganze Sache erstaunlich kalt. Und er will unbedingt alleine nachforschen. Keine Chance, dass er in Japan ein ganz normales Leben führt. Du bist auch sehr ruhig. Der Grund ist, dass ich selbst auch kein normales Leben in Japan führe. Weil bin ich der Kopf einer kriminellen Geheimorganisation. Nur ein Scherz. Ich ziehe dich nur auf. Vielleicht bin ich einfach zu sehr an Gewalt gewöhnt. Ich habe schon Menschen auf der Schwelle des Todes gesehen. Hab gesehen, wie einander betrügen, erstechen, erschießen, vergiften. Ja, entspann dich. Ich habe doch gesagt, ich ziehe dich nur auf. Du bist so gut, glaube ich. Du solltest ein bisschen mehr hinterfragen, was die Leute von dir so erzählen. Und damit meine ich auch dir erzählen. Aber zurück zu dem, was ich Kyoto gesagt habe. Ehrlich gesagt hat Asuna und alle anderen mich überrascht. Ich kann kaum glauben, dass sie immer noch bei ihm bleiben wollen. Auch wenn sie anscheinend wissen, dass sie dabei sterben könnten. Bei dem bin ich nicht falsch. Ich bin nicht neidisch darauf, dass die Mädels alle an Kyoto hängen. Oder so etwas. Ich glaube einfach nur, dass Asuna und die anderen wirklich verstehen, was Sterben bedeutet. Sie vertrauen Kyoto eben nicht nur, sie sind bereit, mit ihnen zu sterben. Darum bleiben sie bei ihm. Ich frage mich, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihnen so nahestehen. Du gehörst auch zu uns, Izuk. Siehst da jetzt nicht zu viel hinein. Ich sag nicht, dass ich diese Art von Beziehung von ihnen habe. Ja, ich will... Ist es wirklich möglich, dass man GTO jemanden ermorden kann, als dass ich einen anderen Menschen zu 100% bedauere? Asuna und die anderen verstehen sich alle prima, aber hinter den Kulissen definitiv. Oder einen verrückten Wettkampf um Kyoto Gunst. Das stimmt allerdings. Aber es ist schon seltsam. Wenn ich eine Weile in die Gesellschaft verbringe, verschwinden diese Eindrücke vollkommen. Wie auch immer, du bist jedenfalls echt nett. Was? Du hörst hier zu, wie ich ewig über alles überdrehe, obwohl die Hälfte meiner Worte Witze und Lüge sind. Man merkt, dass du in einer friedlichen Land geboren wurdest. Ich wette, du hast ein sicherlich gutes Leben geführt. Was in der Welt sagst du? In der Welt sagst du da? Nun, da kann ich stehen. Weißt du, sehr lange habe ich glaube, in der Welt gäbe es nicht alles, dann weiß ich nicht. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich vielleicht nur neidisch bin, weil ich nicht so ein Ort leben. Entschuldigung, früher haben wir nochmal geredet. Ach ja, GTO und die Morde. Ich habe keine bestimmte Meinung zu Death Gun. Es macht sich schon genug Leute wegen ihnen verrückt. Außerdem weiß ich, wie ich mit den Typen fertig werde. Aber ich will sehen, was du und Kyoto machst. Deshalb bleibe ich in GTO. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um meine Meinung zu sagen. Wenn ich einmal losrede, bin ich kein Halten mehr. Oh, meine Stimme. Pico, ich bin sicher, du wirst einen eigenen Schein treffen, egal was die Leute um dich herum denken. Hoffen wir mal, dass dies nicht unser letztes Treffen ist. Nur ein Scherz, es ist nur ein Spiel. Denk nicht zu viel darüber nach. Aber, weißt du, auch wenn ich gesagt habe, ich hätte keine Meinung zu Death Gun, habe ich nie gesagt, dass Morn und Jijo unmöglich sind. So.
Nein. Okay. Erstmal kurz sterbe ich schon. Bisschen nachölen. Corona. Corona ist immer noch. Los. Kehrt du zu Hause. So. Reden. Verstehe. Alle wollen also weiter im Video spielen. Ich schätze, das ist verständlich. Immerhin sind alles nur Spekulationen. Aber ich habe bei Defcon ein schlechtes Gefühl. Ich weiß noch nicht genau warum. Deshalb denke ich, dass niemand von uns da draußen allein unterwegs sein sollte. Ich wäre wirklich dankbar, wenn du auf Asuna, Sino und Jan aufpassen könntest. Für das Erste will ich Informationen über Death Plus haben. Wenn ich seinen Avatar-Namen rausfinde, kann mein Kontakt von Zarkas weitere Informationen übertragen. Aber er benutzt die Privatsphäre-Einstellung, um seinen Namen zu folgen. Ich muss mir überlegen, wie ich ihn ankomme. Ach, übrigens, falls er ganz so wenig liest, lass es nicht auf einen Konfiguration ankommen. Schick mir einfach eine Nachricht, dann sehe ich mir das mal an. Keine, ich mache mir Sorgen um dich, Kyoto. Danke, aber keine Sorge, ich werde nicht gleichgültig sein. Schließlich haben wir noch die Quest auf der SBC-Flüge. Wenn sich alle so einloggen wie geplant, werde ich Nachtinformationen sammeln. Das heißt, ja, schlafen kann ich tagsüber oder am Wochenende, passt schon. Ich mache mir auf eine andere Art Sorgen. Darum kümmere ich mich um meine Kleinschwester, regt sich immer auf, wenn ich Mathe hinaus, also passe ich da auf. Ah ja, Asuna und die anderen wollen sich alle einloggen wie sonst auch. Ich bin sicher, die tun das, um mich im Auge zu behalten. Aber die wollen auch bei Quests aushelfen. Wir müssen zwar die Augen nach DevCard offenhalten, aber wenn wir alle mithelfen, sollen wir die Quest auf SPC-Flüge in Rekordzeit abschließen können. Ja. Aha. Und jetzt? Ach, da oben. Hinter. Ich weiß nicht, warum ich da nicht lang gehen kann, aber scheiß drauf.
du hier hinkommen, Mädel? Weil da... Ey, ich verstehe es nicht. Ist ja egal. So, hi. Alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Was ist denn los? Bei mir ist gerade echt der Ding was los. Ich muss mich heute früh auslaufen. Meine Schwester hat einen super schweren Staatsprüfung bestanden. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich muss bald mit allen feiern. Das ist doch etwas Cooles, oder? Natürlich. Meine große Schwester, meine schlaue, hübsche, sportliche große Schwester. Die ist so ziemlich enorm perfekt. Und sie ist nett zu mir, obwohl ich im Vergleich nicht mithalten kann. Das verstehe ich nicht ganz alles, aber das klingt ziemlich großartig. Großartig reicht nicht annähernd. Alle lieben sie, heiß und innig, meine Mutter, mein Vater, meine Freunde, alle sind hin und weg. Alle sagen immer, sie sind neidisch auf mich als ihre Schwester. Als ob das etwas Tolles wäre. Falls du Zeit hast, geh mir wohin. Du hast recht, ich bin hier GGO. Ich sollte mir nicht vom Problem im echten Leben den Spaß verderben lassen. Schon komisch, weißt du? Nur du kümmerst dich wirklich um mich, Kiko. Als meine Familie wegen ihren Umziehen musste, bist du mir bei mir geblieben. Und als alle anderen nur sie gefeiert haben, hast du mich getröstet, wenn ich dich brauchte. Du bist meine einzige Freundin. Deine Freundschaft bedeutet mir viel. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Aber ja, das reicht jetzt. Geh mir bösewichte Yang. Bin das los. Ich logge mich gleich morgen früh an. Du bist auch da. Ja, ich glaube an dich, Corona. Du schaffst das. Ah! Wie komme ich hier nochmal dahin? Man läuft hier lang. Ja, nee, ist klar, Chefe. Alles klar. Ich sag jetzt nichts. Da gibt's noch eine Treppe runter. Alles klar, ich brech. Ich will sprechen wie ein Känguru. Oho. Was ist mit dir? Hediko, ich würde gerne mal die Beine etwas verdrehen. Sollten wir losziehen, zusammen eine schwere Quest machen? Bring so viele Magazine, wie du dran kannst. Ja, ich will voll darauf losballen. Manchmal ist das eben schon schwer als erwachsene Frau. Wir müssen viel aushalten. Und ich meine viel. Wenn ich hier nicht ab und zu Dampf ablassen könnte, würde ich vielleicht etwas tun, was ich später bereue. Leid tut. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, aber in der echten Welt klingt ziemlich furchterregend. Mein Meister führt ein sehr stressiges Leben. Es ist wichtig, dass sie sich hier ab und zu in Ruhe entspannen kann. Das kann ich nachvollziehen. Gestresst sein ist nicht gut. Klingt hart. Ja, ihr zwei ergänzt euch sehr gut, Wei. Deine Frohsinn und Daisys Gelassenheit. Es ist gerade zu erholsam, euch zuzuhören. Ich freue mich einfach nur zu hören, dass ich wenigstens ein bisschen dazu beitrage, ihr Stress zu nehmen, Meister. Natürlich, du bist ja immer so nett zu mir, Salz. In der echten Welt könnten viele mehr Leute wie euch beiden vertragen. Vor allem mein Chef, immer negativ, nie konstruktiv, einfach nur ein Ekel. Dem würde ich gerne mal so richtig die Meinung geigen sagen. Die Firma faselt immer, dass es nur auf die Leistung ankommt. Aber dann sitzt nutzloser Trottel wie der am Ruder. Ist immer so. Guck dir die Politik an. Wenn ich ihn doch nur wie hier mit einer Granate das Maul stopfen könnte. Die finde ich gut. Dabei hatte ich so eine gute Idee für das nächste Update, aber er musste sie natürlich zunichte machen. Thema Chefs nochmal, ich habe eine sehr gute Chefin, kein Schleim hier, aber trotzdem Grüße gehen raus. Was ist ein Vollzeitjob, Ziege? Ach, entschuldige, das hatte ich für mich behalten. Es ist unhöflich hier über Probleme in echt mehr drin. Ich bin jetzt ruhig. Nein, frisst das nicht, also nicht rein. Wenn du etwas ärgert, dann lass es raus. In der Tat, wenn du jemanden zuhören brauchst, bin ich für dich da, Meister. Ihr beide seid so nett.
Es geht mir schon viel besser, versprochen. Sobald ich Gigi ordentlich rumgeballert habe, belastet mich meine Sorgen alle nicht mehr so. Dann los auf die Jagd. Die wird auch Zeit. Jetzt schauen wir mal, was wir umschießen können. Aber pass los. Wir haben schon lange nicht mehr einfach miteinander geredet. Komm in dein Zimmer und hör dir an, was es Neues gibt. Geh schon mal vor, wir sehen uns dann bald. Okay. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt noch anzufangen? Wisst ihr was? Ich schone jetzt meine Stimme erstmal. Würde dann sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen, zocku, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gebertico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zocku, ciao, bis zum nächsten Mal.